So, dann fahre ich jetzt mal eben schnell zum Sägewerk und hol mal das Holz. Muss ja auch sein. Okay, los geht's. Die alte Art und Weise. Und dann gucken wir mal, ob wir das hier hinkriegen. Aber ich glaube, das klappt. Nur muss ich wieder mit dem Gabelstapler arbeiten, was mich natürlich auch ein bisschen nervt. Mit dem Gabelstapler zu arbeiten ist natürlich auch doof, ne? Macht ja auch keinen Spaß eigentlich. Aber nutzt ja nichts. Muss ich ja so machen. Geht ja nicht anders. Sonst wird das ja überhaupt nichts. Ich muss das ja so machen. Und dann schauen wir mal, ob wir das so hinkriegen. Ich bin gespannt. Okay. Ich wundere mich, dass er so leise ist gerade. Aber ist ja nicht so schlimm, glaube ich. Oh, scheiße. Boah, das war knapp. Leute! So, dann laden wir gleich eben mit dem scheiß Stapler auf. Ja, zweimal Lerche und zweimal noch irgendwas, ne? So, Kollege. Ja, eben schnell ein Schnitzholz holen. Zack, zack. Einmal? Oh, scheiße, Moment. Ich muss noch mal gucken. Aufträge. Zack. Zweimal. Jeweils zweimal. Oh, scheiße. Da ist gar nicht. Jeweils zweimal. Oh, Mann. Okay. Okay, das kriege ich aber drauf. Das kriege ich. Okay, auf den Stapler. Und dann bringen wir den Rotz da mal eben hin. Kurz die Sicht verändern, damit wir die Gabeln haben. Laden wir das mal auf, ne? So, dann gucken wir mal, ob wir aufladen können. Konzentrieren. Ach, scheiße. Thank you.
Dann laden wir das mal schnell auf. Kann mal gucken. Nee, so passt das schon mal rein. Aber so passt es. So geht das. Nee, so geht das auch nicht. Hier rüber. Jo, jo. Ja, ein bisschen scheiße so. Ist gar nicht so einfach, Leute. Ey. Weil der wackelt so komisch. Und dann eine Palette da drauf zu packen, das ist irgendwie unmöglich. So, einmal gucken. Einmal ein bisschen vorfahren. Ein bisschen nach vorne kicken den Baum. Guck mal, wie das wackelt. Okay, haben wir auch. Jetzt holen wir noch den Rest. Ja, einmal von der Seite gucken, ne? Laden wir ihn schnell auf. Dann fahren wir einmal so rum, dann können wir direkt aufpassen. Dann sind wir auch einmal so weit. Wir brauchen ja zum Glück, brauchen wir das Ganze ja nicht so sichern. Wird dann nur draufgestellt und dann ist gut. So, dann haben wir auch. Hier ist noch die letzte. Okay, mal schauen. Moment, 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 Moment. So, einmal runter. Einmal gucken. Runter. Vorfahren. Aufladen. So, dann laden wir eben schnell auf. Und dann haben wir es. Nur diese Wackelei, das ist, das, ich weiß nicht, woran das liegt. Ey. Das kann ja nur am Spiel liegen irgendwie. Gefällt mir gar nicht. Weil das sieht dann komisch aus und du kannst nicht richtig gucken, ob du dran bist oder nicht dran bist. Das ist ein bisschen schwierig, das Ganze. Aber das kriegen wir hin. Okay, sichern wir die Ladung und dann geht's los. Auf zur Baustelle. Los geht's. Die beiden werden wohl schon da sein, schätze ich. Vielleicht sind die auch noch am Baustoffhändler, ne? Ich fahr da mal vorbei. Guck mal. Ich kann mir vorstellen, dass die beiden am Baustoffhändler sind. Oh, er hat schon alles aufgeladen. Ja. Sehr gut. Wir auch. Super, dann los.
Machen Sie mal Ihre Rundumleuchte an. Ja, Moment, Chefin. Läuft. Leuchtet. Du hast bestimmt links, wieder ohne Wilhelm, mich mit Brötchen gegessen, ne? Nein, habe ich nicht. Das will ich nie tun. Lecker mit Zwiebeln und so. Ja, nicht nur das. Marille. Marille. Ich glaube, wir müssen erst die Klamotten abladen da, ne? Gummiboot. Was ist hier los? Herr Wilhelm, was ist... Mit dem Gummiboot fahren wir hinaus. Warten Sie mal, Herr Wilhelm, bleiben Sie mal bitte stehen. Bleiben Sie mal bitte stehen. Ja, jetzt kommt wieder irgendwann. Herr Hoxton, wo müssen wir denn jetzt... Was müsste zuerst runter? Ja, klar, Moment. Ich glaube... Moment, ich schau mal eben. Ich glaube, zuerst Ihre Sachen, ne? Moment, ich guck. Ihre Schnittholz, ne? Schau mal eben nach. Aufträge. Zack, 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 zack. Ja, Schnittholz muss zuerst runter. Also muss ich zuerst mal... Dann machen wir den Herrn Hoxton mal hier zum Platz her, Wilhelm. Meine Güte, sieht das hier aus. Ja. Machen Sie mal den Warnblinker an am besten. Ist an. Super. Wilhelm! Ja? Ich hab eine Idee, Junge. Jetzt kommt es wieder. Das ist wahrscheinlich zum Nachteil für mich. Nee, eigentlich nicht. Kann man so nicht sagen. Pass auf. Wir machen mal Folgendes. Du fährst mir jetzt den Kranwagen. Ja. Den Kranwagen fährst du so, hier so hin. So. Verstehst du? Ja. Hier so. Hier so, seitlich, hier so hin. Warten Sie mal, Herr Fürst, ich... Ja, ich bleib noch mal. Genau, Sie bleiben einfach mal so fahren, tun Sie nicht, ne? Ich fahr mal den Bagger an der Seite. Genau. Handbremse lösen, Freunde. So, oh, reichen. Herr Hoxton, passen Sie auf. Ja, der Fürst kann das, der da drauf. So, komm mal hier so ran. Jo. Der gut. Ist geboren für den Super, Kranwagen, da steht. Wer ich? Nein, der Fürst. Ja, soll er mal machen. Guck mir das mal hier so an. Ja, ich komm mal zu Ihnen. So, lad mal ab da. Lalalala. Ich glaube, erst die Lerche, glaube ich, muss er abladen, aber ist es egal. Lalalala. Fichte und Lerche, bau mal, lad mal ab da. Dann hat der Wilhelm so eine gute Laune. Ich kann es Ihnen nicht sagen, ich war ja nicht dabei. Ich weiß nicht, was Sie gemacht haben. Ich weiß nicht, gar nichts. Er ist eigentlich bei mir nur mitgefahren und wir haben geladen. Ja, aber er sagt, er ist geboren zum Kranwagenfahren. Ja, ich bin gespannt, ich guck mir das ja an. Muss ich da mal an, was der macht. Der war genauso gut wie ich, wa? Ja. Ja, durch seine Moment, Lehrgänge wird er dann wahrscheinlich perfekt. Hier rein, wo die... Hier so, in dem Bereich hier. Einmal hinten die beiden Paletten und dann vorne die anderen beiden. Da muss ich doch gerade mal ein Foto von machen. Bleiben Sie mal so stehen, Chef. Jawohl. Aber er macht das schon gut. Oh ja. Ja, da stehen. Super. Nächste. Vor allem hat er das so gut gemacht. Er hat sich so gut hingestellt. Den Kranwagen, dass ich dann gleich rückwärts noch raus kann. Mega. Ja, ja, der Herr Wilhelm, der hat es wirklich drauf, ne? Ja, der macht das schon gut. Geborener Mann, den Bauingenieur. Klar ist er geboren. Ne, das kann man nicht lernen. Also manche lernen es, andere kriegen es aufgezwungen. Die anderen haben es von Geburt an und ich habe alles drei. Ja, was soll ich jetzt sagen? Sind Sie sprachlos, Herr Hoxton? Ja, sagen Sie. Ja, absolut, absolut. Ja, man ist schon eine Granate, muss man schon sagen. Vorsicht! Ja, ich sehe das ja. Nicht unter schwebende Lasten treten. Nein, ich stehe ja nicht darunter. Ja. Nicht draufstellen, weil das zählt da nicht. Nicht draufstellen. Stell daneben. Ach so, nicht drauf. Nein, stell daneben. Ich wollte übereinander machen. Nein, nicht daneben.
Anderes nehmen. Anderes nehmen. Und ablassen. Ja, wunderbar. Und jetzt die nächsten beiden. Oh, warten Sie mal eben. Hier ist eine Prinzenlichtraupe. Die muss ich mal eben in Sicherheit bringen. Augenblick. Eine was? So. Alles gut, jetzt können Sie... Mach dir keinen Kopf. Prinzenlichtraupe. Wenn die Chefin sagt, mache ich mir fast nie Gedanken. Ja, das ist gut. Marille! Ja, das auf jeden Fall. Gleich auf jeden Fall. Was ist denn eine Marille? Ein kleines Tier. Ach so. Ja, der Fürst züchtet die. Ah. So. Ja. Das ist bemerkenswert. Ja, finde ich auch. Zurück. Ja, wunderbar. Wunderbar. Näher noch. Ey, der macht das aber wirklich auf Millimeter. Gucken Sie sich das an, Herr Hoxton. Tja. Wahrscheinlich kann er das gleich mit seinen Klamotten auch noch machen. Die er da hat. Wofür haben wir jetzt eigentlich den Bagger hier hingebracht? Ja, das... Ich hab keine Ahnung. Vielleicht wollen wir irgendwas ausgehoben haben. Ich weiß ja nicht, ne? Er wollte auf jeden Fall da sein. Eigentlich um das Geld, was wir verdienen, auch zu verdienen. Was ist denn jetzt los? Klappt das oder wie? Was machst du da? Was ist da? Hat ein Gummibänder dran oder was? Mach doch mal los! So, jetzt mach doch mal vernünftig hier. Voll die Gummibänder, ey. Was ist denn da los? Versuch doch mal. So. Do it. So, jetzt geht doch. Ja, die Flitsche, ne? Ich sag immer, Peace-Flitsche. Ja. Gucken wir mal, dass er das auch zählt. So. Haben Sie gesehen, wie ich hier rückwärts rausgerollt bin, hier aus der... Ja, ein Bild für die Götter. Ja. Meine Güte, der Wilhelm hat ja... Ist ja unglaublich. Maßarbeit. So, können Sie den Kran, können Sie die anderen Sachen auch gleich dahin stellen. Die Dachpfanne zuerst, oder ist egal eigentlich. Vorsichtig im Schwenkbereich des Krans stehen, Schäfling. Und einmal die Last los. Ach so, entschuldigen Sie. Ja, haben Sie recht. Okay. So, ich habe schon den Hänger wieder angehängt, ne? Den Hänger haben Sie in der Hose. Es ist ein Anhänger, Herr Hoxton. Aber, Fürst, hast du gehört? Jetzt weiß ich, was ich meine. Jetzt weiß ich, was ich meine, ne? Ja. Mit Hänger in der Hose und so eine Scheiße, ne? Was denkst du denn Notstand hier? Ich hab's dir gesagt. Ich hab's dir. Du wolltest ja nicht auf mir hören. Ich hab's dir gesagt. Das ist jetzt hier. Ja. Ich glaube, wir müssen die Habt Fahrzeuge schon mal dann zur Firma bringen. Was soll ich zur Firma bringen? Gehabt, oder? Was habe ich gehabt? Ich glaube, ihr habt doch ja auch schon mal im Büro gerne gehabt, oder? Bitte? Ihr redet ja nur immer von dir. Herr Wilhelm? Ja, hier. Sagen Sie mal, worüber reden Sie jetzt hier gerade? Machen Sie bitte Ihre Arbeit. Das sieht so dienstlich, merkst du? Ja. Also wirklich. Also, ich meine, Sie machen sehr gute Arbeit, das muss ich dazu sagen, aber wir müssen ja jetzt hier nicht über die Stränge schlagen, ne? Herr Hoxton, Sie können schon mal den, Sie können schon mal den Bagger wieder aufladen. Den müssen wir nämlich auch gleich wieder zur Firma fahren. Herr Hoxton? Ja, ich hab Sie doch gehört, Mann. Gut, super. Gott, oh Gott, oh Gott. Sie müssen wissen, Herr Wilhelm, der Hoxton ist mit dem Bagger ganz gut vertraut. Ich glaube eher, der Fürst ist gerade besser. Ich bin hier gerade bei der Abladen. Ne? Das ist, Oh, das Haus sieht aber schon fast fertig aus. Ich will nur noch die Dachpfannen, Bitumen und Isoliermaterial fürs Dach. Sind Sie zufrieden, so wie ich hier fahre mit dem Bagger, ja? Ja, sieht sehr gut aus, ja, Hoxton. Kann sich danach
Schlauch nehmen und einmal die Straße wieder sauber machen. Nicht, dass wir noch Ärger von der Stadt kriegen. Das ist doch ihre Aufgabe. Oh! Telefon! Telefon! Telefon!